Hallo und herzlich willkommen zur Webinarreihe Technologie für Ihren Erfolg mit dem heutigen Thema Einbindung der Ultraweitwinkelfunduskopie und des OCTs in den Praxisalltag. Mein Vortrag geht ein wenig über die Technologie und das, was dahinter ist. Denn ich denke, dass es immer sehr wichtig ist, dass wenn man eine Technik zur Diagnostik anwendet, man tatsächlich auch weiß, zumindest ansatzweise, wie die Technologie dahinter funktioniert. Im Silverstone haben wir letztendlich zwei primäre Technologien. Das eine ist ein SLO, also ein Scanning Laser Ophthalmoskop. Und wir haben letztendlich die Technologie der optischen Kohärenztomographie. Und ich möchte Ihnen einfach ein bisschen zeigen, wie diese Technologien hier zusammenspielen, wie die Entwicklung bis zum heutigen Tag war und wie das letztendlich hier implementiert ist. Ganz kurz. Vielleicht, das ist ganz interessant, wie es sozusagen zu den heutigen Möglichkeiten kam, die Entwicklung der Funduskopie. Das ging schon relativ früh los. 1705, zwei französische Chirurgen haben zum ersten Mal sich daran gemacht, sozusagen die Netzhaut der Katze letztendlich zu beobachten. Dann ging es ein bisschen weiter, dann haben viele Leute sozusagen 150 Jahre probiert und im Prinzip muss man sagen, dass hier kein elementarer Fortschritt sozusagen in der Funduskopie stattgefunden hat. Erst sozusagen Babbage 1850 ungefähr, der sowas ähnliches wie ein Ophthalmoskop entwickelt, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Und dann kam letztendlich, wie bekannt, der Augenspiegel 1851 ungefähr, von Hermann von Helmholtz, das ist natürlich dann der Durchbruch sozusagen bei der Funduskopie. Dann, das eine ist natürlich die Funduskopie, das andere ist die retinale Bildgebung. Und da haben zum ersten Mal, das sind ja einfach nur zwei Aspekte, 1886 Jackman und Webster eine der ersten Fundusfotografien gemacht. Und ein anderes Gerät, das war das erste kommerzielle, die erste kommerzielle Netzhautkamera 1926 von Zeiss. Ne? Hier einmal dargestellt und einmal auf der rechten Seite ein Werbeprospekt. Parallel dazu und sozusagen in der Augenheilkunde relativ nicht beachtet, hat dann letztendlich dann Goldstrand mit letztendlich den Goldstrand, das war nicht Goldstrand, Entschuldigung, das steht hier falsch, das war Maiman, das hat 11 sozusagen den Nobelpreis bekommen für die Entwicklung des Lasers. Das war natürlich zunächst eine absolut physikalische Erfindung, aber die sich natürlich dann immer weiter durchsetzte und dann ein bisschen später, in den 60er Jahren, also 57, hat Minsky dann sozusagen einen konfokalen Laserscanner entwickelt. Das heißt also, man konnte, wenn man einen Laser hatte, den scannen und das war letztendlich natürlich die Voraussetzung für die konfokale Laserscanning-Mikroskopie. Dann Richtung Augenheilkunde 1980 hat Webb dann zum ersten Mal wirklich eine Bildgebungseinrichtung entwickelt. Das ist das sogenannte Boston Flying Spot TV Ophthalmoscope. Damit konnte man also wirklich eine Bildgebung von der Netzhaut machen. Und das endet natürlich dann tatsächlich in der Scanning Laser Ophthalmoskopie oder hier auch konfokal. Ne? Da könnt ihr also normale Bildgebung machen oder auch konfokale Bildgebung machen. Und das ist dann zum Beispiel implementiert im Heidelner Retina Tomographen von beispielsweise Heidelberg Engineering. Wie funktioniert das letztendlich hier dargestellt, jetzt ohne Details zu machen? Wichtig ist, dass man also hier eigentlich so einen XY-Scanner hat, also der praktisch die oder das Objekt sozusagen in zwei Ebenen letztendlich abrastert und dann hier hinten kann man natürlich dann die Netzhaut darstellen. Und dann, wenn man hier sieht, kann man also, wenn man das jetzt so macht, nicht viel größer werden als für meinetwegen 45 Grad auf der Netzhaut, einfach aufgrund der optischen Geometrie und der Begrenzung durch die Iris. Hier sieht man auf der rechten Seite so ein Bild in der Autofluoreszenz. Ne? Wenn man also Sonnenscanning macht, dann ist das Ende der Fahnenstange mit 45 Grad oder ein bisschen mehr schon bald erreicht. Aber natürlich die Frage, wir wollen natürlich ein bisschen mehr sehen von der Netzhaut. Wir wollen also weiter in die Peripherie gucken, was kann man da machen. Die ganz einfache Holthammer-Methode ist natürlich die, hier schon 1939 sozusagen dargestellt von französischen Kollegen. Und zwar, die haben einfach ganz viele Bilder aufgenommen oder einen Film aufgenommen und das am Ende dann zusammengesetzt. Kann man sie natürlich machen, ist aber natürlich auch eine elegante Lösung vom Ganzen, wenn man ein großflächiges Bild haben will, eine Collage, aber es ist natürlich nicht wirklich elegant in der heutigen Zeit. Also muss man sich Gedanken machen, aha,
was kann ich denn noch tun? Und dann kam man also letztendlich hier in andere Bereiche. Hier habe ich nochmal das alte dargestellt. Hier zwei planare Scanner, die das abtasten, maximale Field of View 45 Grad. Und wenn ich aber hier so einen Trick anwende, und zwar nehme ich hier einen planaren Scanner und nehme dann die zweite Scan-Ebene in, nicht auf einer planaren Ebene, sondern ich mache eine Sphäre, dann, dann heißt es, habe ich eine ganz andere Scan-Geometrie, erzeuge mir letztendlich intraokular einen anderen Fokus und kann so zu einem relativ großen Field of View innerhalb des Auges kommen. Ne? Der Gag ist also, ich scanne nicht sozusagen auf einer planaren Ebene hier, sondern auf einer Sphäre und kann da also letztendlich einen größeren Field of View erreichen. Das heißt also, ich kann hier bis zu diesen 200 Grad in diese Richtung kommen. Und hier sieht man nochmal den Unterschied zwischen 30, 45, 45 und 200 Grad. Und dann sieht man, dass man hier ganz andere Überblick hat. Und damit kann ich bei diesen Größenflächen Google Maps anwenden. Man hat also einen großen Überblick und kann dann in die einzelnen Bereiche dediziert hinein fokussieren. Jetzt habe ich schon hier viel zu weit geklickt. Man muss noch ein bisschen zurückgehen hier. Jetzt kann man hier, gab es eine Konsensusgruppe, publiziert hier 2020 von Patel. Und was man nun unter normalen Weilfield, Ultraweitfield versteht, also einfach ein posteriore Polbildgebung sind also 50 Grad. Wenn man ein Weitfield nimmt, das sind 60 bis 100 Grad. Und Ultraweitfield sind 110 bis 220 Grad. Und 360 Grad theoretisch ist ein halt panretinal. Nun kann man natürlich jetzt nicht, man kann für sowas natürlich irgendeinen Laser nehmen, aber wenn man dediziert bestimmte Laser nimmt, dann kann man also tiefenselektiv mikroskopieren oder gewebespezifisch mikroskopieren oder darstellen. Wenn man beispielsweise einen grünen Laser nimmt, 532, dann ist man also sensitiv für die sensorische Retina und das Pigmentepithel. Dann ist also die, aufgrund der Absorptionseigenschaften, die kommen die Informationen aus diesen Bereichen. Nimmt man den roten Laser, kommt man also tiefer rein bis zur Choroidea. Nimmt man den blauen Laser, kann man also Fluoreszenzangiografie machen. Und nimmt man den roten Laser, dann kann man eben diese ECG-Bildgebung machen. Und das heißt also, mit den verschiedenen Laserwellen kann man letztendlich unterschiedliche Modalitäten machen und das Ganze dann kombinieren in so eine multimodale Bildgebung. Wenn man das hier nochmal sieht und dann die Features der verschiedenen kommerziellen Systeme, dann hat man hier das Optos-Gerät, die Heidelberg Engineering, Klaus, sozusagen die Reticam. Unterschiedliche Field of Views, unterschiedliche modale Bildgebungsoptionen und unterschiedliche Fehler. Im Prinzip können alle Geräte fast das Gleiche. Das einzige Optos hier hervorzuheben mit diesem extrem großen Field of View von 200 Grad. Am Ende ist es natürlich, wie hier nochmal dargestellt, im klinischen Fall aus der Literatur von 2020, eben diese Colorbildgebung, dann B, Ultraweitfield, Fundus Autosfluoreszenz dargestellt hier und in C die Fluoreszenzangiografie und dann hier unten nochmal ECG-Bildgebung, dann tiefer in die Choroidea. Davon werden wir natürlich mehr hören später bei den weiteren Vorträgen. Parallel dazu zur SLO-Bildgebung ist natürlich implementiert ein SIP-SOAS-OCT, eingeführt hier von Drexler und Fujimoto 2001, gab es in den 20 Jahren Entwicklungszeit viele, viele Fortschritte und heute das State of the Art letztendlich SWEP-SOAS-OCT mit diesem etwas variierenden Wellenlänge. Die Möglichkeiten dieser Bildgebung, jetzt ohne hier physikalisch in die Tiefe gehen zu wollen, ermöglicht natürlich ein exzellente nahe der Histologie tiefenabhängige Bildgebung und wenn man eine SLO und SLO und das OTT kombiniert, hat man also fantastische Möglichkeiten, hier Diagnostik zu betreiben. Man kann letztendlich dann hier über die Bildgebung des OCT dazu und diesen unterschiedlichen Kontrastmechanismen durch die ändernden Wellenlängen selektiv bestimmte Areale unter bestimmten Gesichtspunkten diagnostizieren.
Hier nochmal am Ende die technischen Features, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne jetzt fragen, beziehungsweise mir natürlich auch eine Mail schicken. Und wenn es um spezielle Dinge handelt, dann würde ich mich freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.